Arbeiter und Soldaten. Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer. Die Nachmittag des 9. November 1918. Philipp Scheidemann, SPD-Abgeordneter, spricht vom Reichstagsgebäude aus zu einer aufgebrachten Menge. Später hat er die Rede auf Platte nachgesprochen. Der Kaiser hat abgedankt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Es lebe das Neue, nur welches? Eine parlamentarische Republik, fordert Scheidemann. Eine Republik, wie sie die westlichen Siegermächte haben. Zwei Stunden später und ein paar Straßenzüge weiter fordert Karl Liebknecht etwas scheinbar Ähnliches, in Wirklichkeit jedoch ganz anderes. Der Tag der Revolution ist gekommen. In dieser Stunde proklamieren wir die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Die Zukunft, glaubt Karl Liebknecht, gehört dem sozialistischen Modell, wie es in Russland erprobt wird. Von Parlamenten und Gewaltenteilung hält er nichts. Und so fordere ich die ganze Macht den Arbeiter- und Soldatenräten. In diesen Tagen wogen Menschenmassen durch die Straßen des Berliner Regierungsviertels. Lassen Sie mich gefälligst durch. Nein, hat der Herr Leutnant schön gewichste Stiefel. Treten Sie beiseite. Da kann man sich ja darin spiegeln. Na tatsächlich. Ich zum Beispiel sehe mich darin mit allem drum und dran. Rechter Arm leer und linkes Auge ausgeschossen. Weg jetzt. Aber bitte, aber gleich. Moment, nur die Achselstücke. Nein, halt. Her damit. Es bleibt nicht beim Kampf um Symbole. Matrosen aus Kiel, Soldaten aus dem zurückkehrenden Heer, politisierende Arbeiter und Bürger fühlen, es geht ums Ganze. Der Kaiser ist weg. Jetzt wird die Zukunft entschieden, notfalls mit Gewalt. Ein Plakat aus den Januartagen. Arbeiter, Bürger, das Vaterland ist dem Untergang nahe. Rettet es. Es wird nicht bedroht von außen, sondern von innen, von der Spartakusgruppe. Schlagt ihre Führer tot. Tötet Liebknecht. So geschieht es. Am 15. Januar 1919 zertrümmern Soldaten der sogenannten Freikorps Rosa Luxemburg den Schädel und erschießen Karl Liebknecht. Es sind die ersten beiden in einer langen Reihe von Morden an Politikern der Weimarer Republik. Fast immer sind die Opfer Politiker der Linken oder der Mitte. Und fast immer kommen die Täter aus der rechten Szene. Sache der Linksextremen dagegen ist nicht das einzelne Attentat. Ihre Sache ist der organisierte Klassenkampf. Wir haben mit unseren roten Truppen den Ort besetzt und verhängen hiermit das proletarische Standrecht. Das heißt, dass jeder Bürger erschossen wird, der sich nicht fügt. Im selben Augenblick, wo uns gemeldet wird, dass Sicherheitspolizei oder Reichswehr im Anmarsche ist, werden wir sofort die ganze Stadt anzünden und die Bourgeoisie abschlachten. Ohne Unterschied des Geschlechtes oder Alters. Militärische Oberleitung Max Hölz. Starke Worte. Sie lösen in der Bevölkerung verständliche Ängste aus. Tatsächlich gemordet wird allerdings vor allem von den Rechten. In Berlin, in Bayern, im Ruhrgebiet und im Vogtland, in Hamburg. Immer wieder ergibt sich in den ersten Jahren der Weimarer Republik dasselbe Bild. Links der Versuch, notfalls mit Gewalt die Revolution voranzutreiben und eine Gesellschaft nach sowjetischem Muster zu errichten. In der Mitte die regierenden, gemäßigten Sozialdemokraten. In ihrer Hilflosigkeit ziehen sie Reichswehr und halbmilitärische Söldnertrupps heran, sogenannte Freikorps. Diese Freikorps schlagen linke Aufstände und gewalttätige Streiks mit rigoroser Brutalität nieder. In München scheitert so im April 1919 der chaotische Versuch, eine Räterepublik zu errichten. Allein hier fallen mehrere hundert Personen den Hinrichtungskommandos der Freikorps zum Opfer. Gesetz und Ordnung aus den Läufen der Gewehre. Legt an! Gebt Feuer! Und während die Revolution von links zunehmend an Kraft verliert, entpuppen sich die Freikorps als mindestens ebenso großes Problem. Vor allem, als sie aufgelöst werden sollen. Hier haben sich all jene gesammelt, die der verlorene Krieg entwurzelt hat. Soldaten ohne Beruf und ohne Bleibe. Für sie gilt nur, was ihr Kommandant befiehlt. Gesetz und Auflösungsbeschluss hin oder her. Auf die Weisheiten parlamentarischer Spulwürmer und Schleimsieder können wir verzichten, Kameraden. Wir marschieren weiter. Die Attentäter der ersten Weimarer Jahre stammen fast ausschließlich aus dem Umfeld der Freikorps. Attentate, eine Auswahl. 21. Februar 1919, Kurt Eisner, bayerischer Ministerpräsident. 9. Juni 1921, Karl Garreis, Führer der unabhängigen Sozialdemokraten in Bayern. 26. August 1921,
Matthias Erzberger, ehemaliger deutscher Finanzminister. 24. Juni 1922, Walter Rathenau, deutscher Außenminister. Bis weit ins etablierte Bürgertum hinein reichen die Sympathisanten der gewaltbereiten rechten Szene. Besonders unter Studenten ist es schick, rechts zu sein. Nach dem Mord an Matthias Erzberger singen manche in ihren Kneipen. Nun danke alle Gott für diesen braven Mord. In erster Lunge schaut hinein, heilig soll uns der Mörder sein. Die Fahne schwarz-weiß-rot. Schwarz-weiß-rot, das ist die Fahne des kaiserlichen Deutschland. Die Schwarzwälder Volkswacht druckt indessen Volkspoesie. Knallt ab den Walter Rathenau, die gottverfluchte Judensau. Am 22. Juni 1922 folgt der Hetze die Tat. Walter Rathenau wird in seinem Auto erschossen. Und jetzt, endlich, erstmals findet man deutliche Worte. Im Reichstag nach rechts gewandt ruft der Reichskanzler: Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden seines Volkes träufelt. Da steht der Feind und darüber ist kein Zweifel. Dieser Feind steht rechts. Doch der Feind zur Rechten steht nicht nur, er marschiert auch. Bereits 1920 hatten Freikorps im sogenannten Kapp-Putsch das Berliner Regierungsviertel besetzt. Ein Generalstreik hatte ihrem Treiben ein Ende bereitet. Am 9. November 1923 lesen die Münchner auf Anschlägen: Proklamation an das deutsche Volk. Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden. Eine provisorische Nationalregierung ist gebildet worden. Diese besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow, Oberst von Seisser. Hintergrund: Bayern hat sich mittlerweile zum Zentrum rechtsradikaler Kreise entwickelt. Die Reichsregierung hatte deshalb gefordert, Hitlers Parteiblatt, den Völkischen Beobachter, zu verbieten. Die Empörung in den entsprechenden Parteikreisen ist groß. Da hat einer so passen. Dreh sich noch ein Bier. Saujuden. Preußischer. Ein Mussolini müsst man haben. Wenn der nach Rom marschiert ist, da hat's für nichts gegeben. Die haben uns ausgehauen aus den Ministerien. Genau, ausgehauen. Ausgeräumt müsst ihr werden da in Berlin, der Saustall. Wenn du das nicht probierst, hast du eh keine Chance nicht. Brauchst gar nicht anfangen mit der Politik. Hitler plant den Marsch nach Berlin. Erste Station, die Münchner Feldherrenhalle. Mit ein paar Salven treibt die Polizei den Zug auseinander. Ende des Spuks? Keineswegs. Wenige Jahre später bricht die Weltwirtschaftskrise aus und die Nazis sind wieder da, stärker als je zuvor. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums agieren die Kommunisten. Man prügelt sich, geht in Saal- und Straßenschlachten aufeinander los. Im August 1932 zerren SA-Leute einen angeblich kommunistischen Bergarbeiter aus dem Bett und trampeln ihn vor den Augen der Mutter viehisch zu Tode. Vier von ihnen werden zum Tod verurteilt. Hitler schickt ihnen ein Telegramm. Meine Kameraden, angesichts dieses ungeheuerlichen Bluturteils fühle ich mich euch in unbegrenzter Treue verbunden. Der Kampf gegen eine Regierung, unter der dies möglich war, ist unsere Pflicht. Da begnadigt man die Täter lieber. Und die bürgerliche Öffentlichkeit nimmt die Brutalität der Nazis mit einer Mischung aus Schaudern und Respekt zur Kenntnis. Hier ist einer, der den Kommunisten Paroli bietet. Einer, der auf den Tisch haut, vielleicht auch im Berliner Regierungsviertel?